Jo, ich hab den kleinen Häuserl am Arm. Das ist halt nichts groß und nichts klein. Aber all meine Zimmer, die gefällt mir gar nimmer, denn ich bin in mein Häuserl allein. Aber all meine Zimmer, die gefällt mir gar nimmer, denn ich bin in mein Häuserl allein. Ist ja halt hergekommen, ich bin sehr begabt. Ich konnte nach Graz kommen in die Musikschule. Oft hat der Vater gesagt, nein, das Dirndl bleibt da, hat er gesagt. Und ich gerät. Mein ganzes Leben habe ich nie so viel gerät, als wäre die ganze Nacht gerät, weil ich habe mich schon gesehen als Stadtdame. Und jetzt habe ich nicht dürfen. Habe ich so gerät. In der Früh sagt Mutter, was hast du denn bei den Augen? Sagt sie, hast du weh da? Und oft habe ich schon wieder gerät. Oh, ich wollte, ich war wieder allein. Die Ruhe ist aufgeflogen und das hat mich betrogen. Oh, ich wollte, ich war wieder allein. Wir haben eigentlich von Krieg wenig gespielt. In Unterbleiberg sind auch zwei gewesen, zwei Ausländer, die was halt da Gefangene waren, bis das auf der Krieg richtig aus waren ist. Gell? Oft haben sie es abgezogen, aber sonst, wir sind mit den Leuten sehr gut ausgekommen. Die, was die Musik gern gehört haben, sie haben bei uns das Zehnte nicht verstanden und wir haben es auch schwer verstanden, nicht, wenn es zum Schatzen war. Wir denn? Nicht? Aber sie haben sich halt wohlgefühlt, wenn sie zuhören dürfen. Sie haben das Gefühl gehabt, dass sie gern gesehen sind. Nicht? Mein Vater hat auch gesagt, der hat sich auch nicht besser auf die Burschen, sagt er, die Kinder nicht sein dafür, die haben einrücken müssen. Sagt er, der hat sich auch nicht besser auf ihr. Lieb ist ein gutes Gott, da gibt's kein Der, was kein Lieb nicht kennt, den holt der Teufel. Warum soll ich nicht lieben, soll ich keine kennen? Dann hat er mich einmal besucht. Was heißt ja, er ist einmal aufgekommen auf die Nacht. Ja. Und ich habe gerade gemolchen. Oft hat er sich so hinten ein wenig hergesetzt da, beim Möchtel, wie man so sagt. Gell. Und das hat er so aufgefahren. Also und mir ist sie schon, in Gottes Namen. Ich war mir bald das Herz stehen geblieben von aller Freude. Na, erst, ehrlich war es, war mein erster und letzter Mann. Ja, wie gesagt, zwei Jahre haben wir uns oft gekannt, dabei sind wir da und oft haben wir geheiratet. Waren wir 48 Jahre verheiratet. Ja. Das war mein erster, mein letzter Mann. Und bevor er gestorben ist, hat er gesagt, Gretel, bleib mir treu, wenn ich auch gestorben bin.